Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir einen Moment lang hier anzukommen, an diesem wunderschönen Ort. Ja, ich sitze hier und warte heute Morgen auf den Sonnenaufgang. Es hat mich mal wieder spontan hinausgezogen, als heute früh, als ich meinen Sohn zur Schule gebracht habe, der Mond so herrlich draußen geleuchtet hat. In der Dunkelheit. Und ja, ich war schon eine Weile nicht mehr draußen, also nicht mehr mit viel Zeit, weil mich andere Dinge bewegt und beschäftigt haben. Und umso schöner ist das, heute hier zu sein. Ja, und der Auftakt mit der Aussage: Nimm dir Zeit, Zeit für dich. Und deine Träume, gewisserweise, der soll für diesen Moment das Thema für heute sein, was ich euch mitgeben möchte. Ich wollte mich ursprünglich schon viel früher rühren mit einem kleinen Video mit Impulsen zum Neubeginn. Und ja, aber gute Dinge wollen Weile haben und deshalb ja, hat sich das alles etwas hingezogen und ich arbeite noch an diesem kleinen Video. Das werde ich auch noch bald einstellen, aber ja, bitte noch ein bisschen Geduld, es kommt. Ja, um mich herum sind einfach auch immer viele Dinge oder ja, Entwicklungen, die ja auch meine Aufmerksamkeit fordern. Und jetzt flitzt da vorne ein kleiner Hase, den weiß ich, vielleicht muss aber immer irgendwie, den muss ich jetzt gerade filmen. Ich hoffe, er hat mich nicht. Ich habe hier extra meine kleine Kamera heute dabei. Das werde ich euch nachher einspielen. Das ist immer das Schöne, diese Überraschungsmomente in der Natur zu haben. Oh, wo ist er denn? Ja, da. Da ist er. Oh, wie herrlich. Die Kamera wackelt nicht allzu sehr. Also entschuldigt, wenn ich immer zwischendurch unterbreche. Aber das ist halt die Natur, die kommt dann. Oder das Leben. Von einem Moment auf den anderen geschieht etwas. Ja, es geschieht etwas. Noch einer vorbeigeflitzt, ich weiß es nicht, ist echt lustig. Ja, sehr schön, da springen sie. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Wie gehabt, ich wollte gleich ein paar Impulse setzen, habe es aber nicht rechtzeitig geschafft. Aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, sich Zeit zu nehmen. Zeit für sich selbst, für die Dinge, die einem wichtig sind, für Reflexion, für Bewusstsein. Mm-hmm.
Ja, und hinter mir geht jetzt auch schon die Sonne auf. Das ist immer wieder ein bezauberndes Spektakel. Umso schöner, wenn ich das heute mit euch teilen kann hier. Ja. Und das gibt mir auch gleich einen neuen Gedanken. Und da lachen schon die Raben oder geben ihren Input dazu. Ja, möge die Sonne aufgehen in euren Herzen, in unser aller Herzen. Möge jeden Tag aufs Neue uns der Geist des Lebens rufen und dass wir uns nicht beängstigen lassen von all den Dingen, die im Außen geschehen und ja, dass wir uns auch in unserem Geist zumindest nicht einschränken lassen von all dem, was ja so um uns herum geschieht oder beschlossen wird über unsere Köpfe hinweg und ja, dass wir frohen Mutes weiter vorangehen in unserem Leben und jeder für sich und alle für einen. Wie war das? Die drei Musketiere. Einer für alle und alle für einen. Das ist eines dieser Aussagen, die immer wieder in mir hervorkommen und ja, Gewicht bekommen. Und ich denke, das fängt für jeden in seinem eigenen Leben an, für sich selbst zu stehen, als auch für andere, für die Familie, für die Freunde, für das, was uns wichtig ist und ja, das letztendlich für die Welt so. Ich glaube, es wird nie eine einzige Meinung auf dieser Welt geben. Aber ich glaube, es kann dahin gehen, die Meinung anderer zu akzeptieren und sich für seine eigene Meinung nicht entschuldigen zu müssen. Für seine eigenen Überzeugungen einzustehen und gleichzeitig aber auch andere so sein lassen zu können, wie sie sind. Und das wäre auch ein Appell an die Politik und die Pharma. Ja, einfach die Menschen, die sich nicht i lassen wollen, zu lassen und mit dem zufrieden zu sein, was sie erreicht haben. Aber das ist jetzt ein Fass, wo ich letztendlich gar nicht aufmachen will, weil das würde wahrscheinlich ins Endlose ausarten. Und vielmehr möchte ich heute einfach ein paar kleine Impulse setzen. Das kommt jetzt dann eben einfach noch vor meinem kleinen Filmchen über naturinspirierte Impulse zum Neubeginn. Und ja, da möchte ich dir einfach sagen oder mitgeben. Und was du letztendlich daraus machst, ist ja dann deine eigene Entscheidung. Nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit für dich selbst. Für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Und schau, ob du nicht irgendwo noch Kompromisse eingehst, die dir eigentlich gar nicht mehr entsprechen. Ja, komm dir selbst immer näher. Werde dir bewusst über deine Gedanken, deine Gefühle, deine Träume. Was sind deine wirklichen Herzensträume? Wofür bist du hier auf dieser Welt?
Was willst du in die Welt hinaustragen? Versteck dich nicht mehr, falls du dich vielleicht versteckt hast. Manchmal natürlich ist es eine Zeit, sich zurückzuziehen, über sein eigenes Leben nachzusinnieren und zu reflektieren, was war und was losgelassen werden darf und was ich mir wirklich, wirklich wünsche im Leben. Um sich überhaupt darüber klar zu werden, bewusst zu werden, was, ja, wofür du hier bist. Und ja, ich zum Beispiel, ja, ich sammle momentan noch so meine Ideen, meine Inspirationen, Impulse und nehme mir dafür auch wirklich Zeit. Ich kann noch nicht so ganz losstarten, weil einfach noch die Dinge sich noch formen. Und ja, da braucht es ein gewisses Fingerspitzengefühl vielleicht auch dafür, ne? Zu spüren, wann ist was dran? Wann werde ich aktiv? Wann ziehe ich mich eher zurück? Aber was ich auch sagen möchte ist, ja, versteck dich nicht mehr. Sei so, wie du bist. Stehe zu deinen Überzeugungen. Auch wenn der Mainstream vielleicht eine ganz andere Meinung hat. Höre auf dein Herz, auf dein Inneres. Und was ich für mich jetzt gemerkt habe auch, ich meditiere momentan sehr viel. Wann immer es irgendwie geht, ich meine, ich habe ja auch noch ein Schulkind, was beschäftigt werden möchte und auch ja, Hausaufgaben und so weiter. Aber wann immer es geht, ja, nehme ich mir ein paar Minuten und beim Meditieren geht es mir momentan nicht darum, gedankenlos zu werden, sondern mich einfach nach innen zu verbinden. Mit meiner inneren Führung, mit dem großen Geist, Gott, Licht, wie auch immer man es nennen möchte, ist ja egal. Es ist so wichtig, und das spüre ich ganz deutlich, diese Anbindung für sich immer wieder zu bestärken an die innere Führung. Ja, und ich glaube ganz fest, ja, ich habe schon so viel erlebt, ich weiß einfach, dass da mehr ist, als unsere Schulweisheit sich träumt. Mehr Dinge zwischen Himmel und Erde. Und ich glaube ganz fest daran, nein, ich weiß, dass jeder von uns einen Engel an seiner Seite hat, eine innere Führung, dass es etwas gibt, was uns im Leben begleitet. Eine übergeordnete Sicht hat. Und je mehr wir uns daran anbinden, ja, ich glaube einfach, desto leichter geht es, durchs Leben zu gehen. Auch wenn wir dann vielleicht mal schwierige Phasen haben oder ja, wo wir uns betrübt und düster fühlen und frustriert sind oder verzweifelt oder sonst was. Dann ist es das, diese innere Anbindung, die uns immer wieder zurückholt in so in das innere Zentrum, in unser eigenes Zentrum der Kraft. Und in dieser Kraft können wir leuchten, leuchten wie die Sonne, die so herrlich hier diesen neuen Tag begrüßt heute. Und ja, wage es, du selbst zu sein, wage es zu leuchten, sei mutig, komm hervor. Werde sichtbar und ja, versteck dich nicht mehr. Lass dein Licht leuchten und immer in der Verbundenheit mit deinem innersten Selbst und aus diesem Selbst heraus geh von Moment zu Moment und ja, lass los. Wir können das Leben nicht kontrollieren, aber wir können immer wieder ins Vertrauen gehen, in die Zuversicht. Und mit dieser inneren Haltung dann
durch unseren Tag gehen und von Moment zu Moment. Und mit dieser inneren Verbindung können wir anderen begegnen. Mit unserem Licht, unserer Liebe, unserer Güte, unserem Verständnis für ein Füreinander und nicht gegeneinander. Ja, dem gibt es sicher immer noch was hinzuzufügen, aber ich glaube, das darf es für heute einfach mal sein und damit wünsche ich dir etwas verspätet, aber immer noch im Januar einen guten Weiterverlauf in diesem neuen Jahr. Ja. Eine gute Zeit für dich. Bis bald. Ich hoffe, er hat mich nicht. Ich habe hier extra meine kleine Kamera heute dabei. Das werde ich euch nachher einspielen. Das ist immer das Schöne, diese Überraschungsmomente in der Natur zu haben. Oh, wo ist er denn? Ja, da. Da ist er. Oh, wie herrlich. Die Kamera wackelt nicht allzu sehr. Also entschuldigt, wenn ich immer zwischendurch unterbreche. Aber das ist halt die Natur, die kommt dann. Oder das Leben. Von einem Moment auf den anderen geschieht etwas. Ja, es geschieht etwas. Es ist noch einer vorbeigeblitzt, ich weiß es nicht. Echt lustig.